In diesem Video möchte ich das Telekom SpeedPort Pro mit seinem Vorgänger SpeedPort Hybrid vergleichen. Der WLAN-Router SpeedPort Hybrid, hier auf der Seite, ist ja Ende 2014 erschienen, zusammen mit den neuen Telekom Magenta Zuhause-Hybrid-Tarifen, wo DSL, VDSL mit LTE gebündelt wird. Und 4 Jahre später, also Ende 2018, ist hier dieses neue Modell Telekom SpeedPort Pro erschienen. Ich möchte jetzt auf die verschiedenen Unterschiede eingehen, welche Neuerungen es gibt und welche Verbesserungen. Beide Router der Telekom sind für den Magenta Zuhause DSL und VDSL-Anschluss geeignet. Es gibt hier jeweils an der Rückseite diese graue Buchse, DSL, beim Pro ist die hier auf der Seite. Das heißt, ich kann hier die Verbindung zur Telefondose, zur TAE herstellen. Unterschied ist allerdings, dass das SpeedPort Pro auch schon VDSL Super Vectoring bis zu 250 Mbit pro Sekunde unterstützt und das SpeedPort Hybrid nur VDSL bis 100 Mbit pro Sekunde. Beide Geräte sind für den Hybridanschluss geeignet, also die LTE-Verbindung, Funkverbindung. Es gibt hier am SpeedPort Hybrid die SIM-Karten-Slot hinter dieser Abdeckung, als auch hier beim SpeedPort Pro gibt es einen Einschub, wo die SIM-Karte für die LTE-Verbindung eingesteckt werden kann. Bei den integrierten Netzwerkports gibt es ebenfalls einen kleinen Unterschied. Am SpeedPort Hybrid habe ich hier 4x Gigabit LAN, also 4 Netzwerkschnittstellen. Beim SpeedPort Pro sind es 3 dieser gelben Gigabit LAN Ports. Zusätzlich habe ich hier aber noch die blaue Buchse, die ebenfalls Gigabit Geschwindigkeit unterstützt. Hier kann ein externes Modem angeschlossen werden, zum Beispiel ein Glasfasermodem. Damit ist der SpeedPort Pro Router auch für Kunden nutzbar, die keinen Hybridanschluss haben, sondern eben vielleicht einen Fiber-Anschluss. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann diese blaue Netzwerkschnittstelle auch konfiguriert werden als weitere Gigabit-LAN-Buchse. Einen weiteren Unterschied gibt es beim verbauten LTE-Modem. Das ist ja für die Kunden relevant, die einen Hybridanschluss mit LTE-Bündelung nutzen. Der alte Router SpeedPort Hybrid hat ein Kategorie 4-Modem mit bis zu 150 Mbit pro Sekunde und unterstützt die Frequenzbänder 800, 1800 und 2600 MHz. Und der SpeedPort Pro hat ein Kategorie 6 Modem mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde, unterstützt die gleichen 3 Frequenzbänder, aber zusätzlich auch noch 700, 900 und 1500 MHz. Beim älteren SpeedPort Hybrid verbergen sich hier hinter dieser Abdeckung noch 2 SMA-Stecker zum Anschluss einer externen LTE-Antenne. Beim neuen SpeedPort Pro gibt es verbesserte interne LTE-Antennen, aber dafür keine Möglichkeit mehr, eine externe Antenne anzuschließen. Beide Router sind Gigabit WLAN fähig, wobei sich da von den Standards her noch viel getan hat oder von der Entwicklung. Beim Hybrid-Router gibt es ja 2,4 GHz mit bis zu 300 Mbit im WLAN-Endstandard. Beim SpeedPort Pro sind es durch die 4x4 Antennentechnologie auf 2,4 GHz bereits bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Beim Hybrid auf 5 GHz WLAN AC sind es bis zu 1300 Mbit pro Sekunde mit der MIMO 2x2 Antennentechnologie. Und beim SpeedPort Pro dank 8x8 MIMO sind es bis zu 8600 Mbit pro Sekunde. Das heißt also, die Übertragungsgeschwindigkeiten sind stark verbessert worden. Der Hybrid-Router hat letztlich 3 WLAN-Antennen und der Pro-Router 12 WLAN-Antennen. Auch was die WLAN-Versorgung im Haus betrifft, ist der SpeedPort Pro bereits fortschrittlicher. Dieser ist nämlich bereits Mesh-fähig, das heißt in Verbindung mit diesen Speedhome-Wi-Fi-Adaptern, von denen bis zu 5 erweitert werden können, kann ein sogenanntes Mesh-Netzwerk aufgebaut werden. Es erfolgt hier ein automatisches Handover der Verbindungen, das heißt, wenn Sie mit Ihrem Smartphone im Haus rumlaufen und sich das Gerät von einem Router zum Beispiel auf einen dieser Access Points oder WLAN-Repeater umbucht, dann merken Sie von diesem Vorgang nichts mehr, dass die Verbindung wird einfach aufrechterhalten. Während das herkömmlicher so war, wenn man einen WLAN-Repeater hatte und sich das Gerät umgebucht hat, dann die Verbindung kurzzeitig abgebrochen ist. Beide Endgeräte haben eine integrierte Telefonanlage. Zunächst analoge Teilnehmer. Ich habe hier am SpeedPort Hybrid 2 TAE-Buchsen für analoge Telefone oder Faxgeräte. Und am SpeedPort Pro habe ich hier diese orange Buchse und diesen mitgelieferten Adapter. Der wird dann hier eingesteckt und bietet mir dann ebenfalls 2 TAE-Buchsen. Zusätzlich das Thema ISDN. Am SpeedPort Hybrid war es möglich, einen externen ISDN-Adapter anzuschließen, den man kaufen musste, aber es hatte keine integrierte ISDN-Funktion. Beim
neuen Speedport Pro gibt es hier den internen ISDN S0. Das heißt, hier können ISDN-Telefone oder Telefonanlagen direkt angeschlossen werden. Beide Router haben zudem auch eine integrierte DECT-Basisstation, das heißt bis zu 5 solcher schnurlosen Telefone wie hier das Speedphone der Telekom können damit verbunden werden. Unterschiede gibt es beim Thema USB. Der alte Router Telekom Speedport Hybrid hatte hier nur eine USB 2.0 Schnittstelle. Beim neuen Router sind es 2 USB 3.0 Schnittstellen. Hier können USB-Speichergeräte angeschlossen werden zur gemeinsamen Verwendung im Netzwerk, um zum Beispiel vom Fernseher aus Fotos anzuschauen, die auf diesem Speicherstick oder USB-Festplatte gespeichert sind. Und zum anderen auch Drucker per USB anschließen und gemeinsam im Netzwerk nutzen. Beim Pro-Router gibt es zudem noch den SD-Karten-Slot. Hier können Micro-SD-Karten von bis zu 2 TB eingesteckt werden, die dann ebenfalls im Netzwerk genutzt werden können. Der Speedport Pro ist ja sehr leistungsfähig und hat deshalb auch eine aktive Kühlung. Da ist unten im Gerät so ein kleiner Lüfter eingebaut, den man aber auch vom Geräusch her nicht wirklich wahrnimmt. Und trotz dieser Leistungsfähigkeit liegt der Stromverbrauch ähnlich wie auch beim alten Modell, also im Durchschnitt etwa 8 bis 11 Watt und im Maximum bis zu 25 Watt. Vom Design her ist das neue Gerät optisch auch ansprechender und passt noch besser vielleicht ins Wohnzimmer aufs Sideboard, hat auch den Red Dot Design Award 2018 gewonnen und auch den German Design Award 2019. Magenta TV, das Fernsehen der Telekom, wird vom Speedport Pro natürlich auch unterstützt. Und da das Gerät ja sehr leistungsfähig ist, werden auch mehrere UAD- oder 4K-Videostreams unterstützt, ohne dass das Gerät dabei an seine Grenzen kommt. Weitere Videos zum Speedport Pro finden Sie auch hier in unserem YouTube-Kanal zum Thema Einrichtung, aber auch nochmal eine ausführliche Vorstellung und natürlich auch auf unserer Webseite. Wenn Sie einen neuen Tarif bestellen möchten oder als Bestandskunde einen Tarifwechsel, zum Beispiel mit höherer Internetgeschwindigkeit, vornehmen möchten, dann beraten wir Sie an unserer Hotline gern zu den Möglichkeiten, was bei Ihnen verfügbar ist und welche Endgeräte bei Ihnen Sinn machen.